Ich fühle mich so erfrischt. Dann gehen wir mal unsere Leiche verbrennen, die neue. Erstmal bekommst du nach der dunklen deine Lauge. Du gibst uns Splitter, ich hoffe reichlich. Schauen wir mal. Verletzte Seele. Jo, das sind reichlich, das ist gut. Nochmal 8. Jo, die sind, ja, das Herz und Hirn könnte man drüber reden. Aber eigentlich haben wir gerade auch echt genug noch in unseren Regalen liegen. So, die beiden brauchen wir. Und dann kannst du weg. Es sind gerade zu viele Leichen. Ich bin ganz froh, wenn wir mal ein paar wegräumen können. So. Und dann die Taschen ein wenig leerer machen. So. Wir müssen zu Alerich und wir müssen zu Shepard. Ich gucke jetzt erstmal, ob ich Shepard finde. Ich habe keine Ahnung, wo der genau ist. Wir hüpfen einfach mal ins Dorf. Wo könnte man den denn finden? Unter Umständen möglicherweise. Guck mal, da leuchtet was lila. Da gucken wir erstmal rein. Hier war eine lange Schlange. Corey, Adam, der Müller, der Händler und 5 andere. Alle waren elegant gekleidet und hatten Blumen und Geschenke dabei. Oh, sie sind hier, um Rosa zu werben. Shepard erscheint, schubst alle beiseite, schnappt sich Rosa, küsst sie und trägt sie davon. Gut, warum auch nicht? Wenn es funktioniert. Ja, hier oben sehe ich jetzt irgendwie nicht so sehr Shepard. Da leuchtet es wieder rosa. Ich habe keine Ahnung, ob die noch irgendwas zu sagen haben oder ob die einfach nur ein Stück Lore sind. Ich weiß es nicht, aber wir nehmen die alle mit, wenn wir sie finden. Tress hat ein Nickerchen neben dem Lagerfeuer gemacht, umzingelt von Hunderten von Origami-Papierkaninchen. Das kann noch nicht lange her sein. Tress sieht da schon alt aus. Corey und ein Mann aus der Stadt beobachteten ihn aus der Distanz. Der Mann sieht aus wie ein Arzt. Der Arzt geht. Corey läuft plötzlich zu Tress hinüber, sammelt die Kaninchen auf und wirft sie ins Feuer. Tress wacht auf, schreit und verbrennt sich die Hände, als er die Kaninchen aus dem Feuer zu retten versucht. Kann man mit den Leuten darüber reden? Kann man nicht, aber wenn wir schon mal hier sind. Stöcke. Da ist noch eine Angelstelle. An der waren wir noch gar nicht, wie es aussieht. Aber ich finde das Angeln hier sowieso nicht so berauschend. Von daher macht das ja nichts. Wo könnten wir denn den Herren finden? Das steht ja bei den Leuten leider nicht dabei. Mit Adam hatten wir ein bisschen Glück, dass wir die Mütze erkannt haben. Oh, hier ist auch was Rosanes. Adam stellt etliche schöne Vasen vor dem Händler auf. Der Händler begutachtet sie ausführlich, verzieht das Gesicht, schüttelt den Kopf und geht fort. Adams Unterlippe zittert vor Wut. Er läuft ins Haus und kommt schon bald mit einer kleinen Puppe, die wie der Händler aussieht, wieder. Er nimmt eine Nadel und sticht wild damit auf die Puppe ein. Ist es einfach nur eine Puppe, die aussieht wie der Händler, oder ist es tatsächlich eine Voodoo-Puppe?
Macht das wirklich Sinn, hier so planlos rumzulaufen? Redender Schädel. Das Dorf. Beim Schmied wird er nicht sein, beim Händler wird er nicht sein. Bei den Eiern glaube ich jetzt auch irgendwie nicht. Die Leute hier kennen wir auch alle inzwischen. Wo könnte der denn sein? Hier macht auch nicht so richtig Sinn. Eigentlich, hier ist ja nie jemand. Wir können da zwar Eier kaufen, aber das ist ja mehr auf Vertrauensbasis. Und da sind wir wieder bei der Angelstelle. Was ist denn heute mit meiner Stimme eigentlich los? Merkwürdig. Okay, dann halt nicht. Gehen wir erstmal wieder zurück nach Hause. Wir haben eine neue Leiche. Gucken, ob wir die irgendwie verhackstücken können. Zumindest für die Seelen natürlich sehr gut. Du bekommst jetzt Gold. Oh, die, da haben wir auch nicht mehr viele von. Müssen wir mal nachproduzieren. Jo. Einmal raus. Damit 4 und 2. Das klingt ja gar nicht mal so gut. Und die Seele heilen. Das sind auch nur 4. Enttäuschend. Ich habe das Gefühl, diese Leiche ist nicht gut. Ne. Naja. Ne. Okay, Fleisch. Knochen. Und mehr will ich von dir gar nicht. So. Okay. Für die anderen Viecher, die wir hier rumliegen haben, haben wir aber, glaube ich, nicht genug Scherben. Du hast schon 3, du hast schon 3. Der Rest muss komplett erstmal raus. Ja, na dann. Eine ruhige Hand. Das Zeug muss ja eh alles raus. Der Knochen muss nicht unbedingt raus, muss nur für weißes Pulver raus. Aber anders kriegen wir das gute Zeug ja hinterher nicht rein operiert. So. Wie viele brauchen wir? Um die 10 pro Stück, ne? So viele Scherben haben wir, glaube ich, gerade gar nicht. Komm, du bist fast vergammelt, dann tauschen wir dich mal aus. Das reicht nicht, glaube ich. Nee, nicht Knochen. Es sind nur die 4. Ja, einen würden wir vielleicht noch fertig kriegen. Komm, wir machen ein Organ schon mal. Aber wir machen jetzt nicht alle. Da gebt mir dann ein bisschen die Lust zu. Aber wenigstens eins machen wir schon mal, dass wir wieder auf sowas ähnlichem wie einem Weg sind. Und Haut braucht ja, glaube ich, auch nur 2. Haut müsste fertig sein. Ja, Haut ist fertig. Haben wir die? Ja, mal mit. Dann ziehen wir da schon mal gerade die Haut drüber und machen den Rest später. So, es wird auch langsam wieder Tag. Das ist ein gutes, das muss nicht hier rein. Aber das kann hier rein. Und da kommt das Gute rein.
Das mit dem Schädel da wollen, weiß ich noch nicht. Den können wir auch eben einfach ablegen. Dann würde ich ganz gerne mal einen Eimer Blut mitnehmen und den vor Alerich stellen. Da wir sowieso mit ihm reden müssen, wäre das ja die Gelegenheit. Wo haben wir den denn gelagert? Ich weiß, dass wir noch einen hatten. Nein. Oder hatten wir etwa doch keinen mehr? Ich meine, wir hätten noch einen gehabt. Sieht nicht so aus. Aber die Pilze können hier bleiben. Ich hätte schwören können, wir haben noch einen Eimer Blut. Wahrscheinlich haben wir den auch noch, nur nicht hier, wo er eigentlich hingehört. Sondern wieder irgendwo anders verstaut, wo ihn keiner haben will. Das wird's wahrscheinlich sein. Müssen wir mit dem Inquisitor über irgendwas reden? Wo gerade Inquisitor-Tag ist? Ich glaube nicht, oder? Da ist auch kein Blut. Hier auch nicht. Nö. Nein. Nada. Überhaupt gar nicht. Okay, dann ist egal. Dann gehen wir einfach so mit ihm reden. Flüchtlingslager. So, er hockt ja wahrscheinlich in seinem Zelt. Aber ich tue, was ich tun muss. Diese Bürde wird jeden Tag schwerer. Wegen der mysteriösen Frau. Aufgabe beendet. Ich habe neue Informationen über die Vampire, die dich gekidnappt haben, Meister Alerich. Eine Frau hat ihnen befohlen, das zu tun und dich in einen Vampir zu verwandeln. Eine Frau mit einem schwarz-goldenen Mantel. Hast du je von ihr gehört? Ich würde mich daran erinnern, wenn die Kidnapper sie erwähnt hätten, aber das haben sie nicht. Sie haben oft von Ghulen gesprochen. Sie sagten, sie würden mich ihnen zum Fraß vorwerfen, wenn ich nicht mit der Sprache rausrücke. Wie albern. Jeder Erwachsene weiß, dass es keine Ghule gibt, genau wie Vampire. Ich glaube, diese Frau ist des Rätsels Lösung. Tut mir leid, ich kann dir da nicht helfen. Aber sag mal, warum riechst du so komisch? Also, als Lady Beatrice mich besucht hat, da hat sie... Ach, ist auch egal. Das ist doch schon Wochen her, oder? Konnten wir hier noch irgendwas bauen? Nee, ne? Also nichts Sinnvolles zumindest. Bettbienenstock, neuer Flüchtling. Bett war, glaube ich, eher Beet, ne? Aber auch da konnten wir, glaube ich, nichts weiter tun. Wenn wir schon mal hier sind, wo ist der Finanzier? Da. Nein, nicht du. Ich dachte, wegen Hut und Bart, dass... Nein, du bist es da unten. Okay. Sieht ein bisschen anders aus. Ja, ich habe meine Meinung geändert. Ich wollte handeln. Goldnuggets wollte ich, glaube ich, einfach mitnehmen. Und Goldschmuckverzierungen. Wie stark gehen die denn ab? Das ist schon teuer. Aber wir haben das Geld, ja. So. Nehmen wir mit. Und ansonsten habt ihr gerade zufällig Wasser da? Frag für einen Freund. Nein, habt ihr nicht. Aber jede Menge Eier. Ich glaube, das kann ich euch schon mal wieder klauen. Und dann hüpfen wir zurück nach Hause. Shepard gehört nicht zum Flüchtlingslager, oder? Wie sieht er aus? Hm.
Ach, er ist das. Okay, ich weiß, wer es ist. Okay, 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 ab ins Dorf. Er ist das. Schieb mich nicht wieder rein, wenn ich raus will. Er ist das. Der steht oben beim Holzfäller, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Ich habe nach jemand völlig anderem geguckt. Hier, er müsste es sein. Wegen der mysteriösen Frau. Verlasse dein Heim nie ohne Waffe, Wärter. Wir müssen immer auf der Hut sein. Das Böse ist überall. Wo du recht hast, sag mal, weißt du etwas über eine Frau in einem schwarz-goldenen Mantel? Ist sie ein Werwolf, böser Geist, ein Reiter mit einem brennenden Schädel statt eines Kopfes? Sie könnte ein Vampir sein, aber ich bin mir nicht sicher. Dann lass sie uns töten, sezieren und es herausfinden. Falsche Reihenfolge. Nun, vor 30 Jahren trieb sie sich hier herum, aber wer weiß, wo sie jetzt ist oder ob sie überhaupt noch lebt. Ein schwarz-goldener Mantel, sagst du. Ich erinnere mich an ein Fresko. Ich habe es immer bewundert, wenn ich als Kind in der Stadtkathedrale war. Es hieß Meister gegen Vampirkönigin. Ach was. Und die Königin trug einen Umhang. Ideen, den du beschrieben hast. Vampirkönigin. Ah, das klingt beängstigend. Wer sonst kennt wohl diese Vampirkönigin? Wer hat häufiger mit Untoten zu tun? Jorik, Gary. Gary! Bring Gary den Gürtel. Ja, den kriegen wir ja, glaube ich, noch nicht, ne? Doch, den Gürtel haben wir. Die Tonscherben fehlen noch. Wieso bekommen wir wieder so früh eine Leiche? Das gibt's doch gar nicht. Ich wollte aber eh nach Hause, denn wir brauchen Planken, Eisenstücke und Stein. Stein haben wir. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel, aber 30 werden wohl reichen. Planken sieht schlecht aus. Und Eisenstücke. Eisenstücke haben wir. Herr Zombie-Chan. Bitte. Planken Sie rum. Denn wenn wir schon zur Taverne hochhüpfen, würde ich die dann gerne auch ausbauen, wenn wir schon eh oben sind. Ah, der sieht gar nicht schlecht aus, der Leiche. Gucken wir mal rein. Du bekommst das da. Na, da sind ja wieder nur 4 plus 1. Leute, wir brauchen Scherben. Ein dunkles, echt gutes Herz. Also ein richtig gutes Herz. Die kommen erstmal raus. Wir haben genug, glaube ich, aktuell. Oder wir holen alles raus und wenn kein Erzepfusch passiert, dann hat die Leiche es verdient, konserviert zu werden. Da haben wir schon den Erzepfusch, als ob ich es prophezeit hätte. Dann kann das Hirn... Nee, Quatsch. Packen wir nicht wieder rein. Ich wollte gerade sagen, dann kann das Hirn wieder rein, weil dann brauchen wir es nicht. Aber... Das ist ja dann auch Quatsch. So. Hatten wir eigentlich noch Verbrennungstorten? Ich glaube, wir müssen erstmal neue bauen. Du bleibst hier. Ja. Was habe ich jetzt zu viel weggeräumt? Das habe ich zu viel weggeräumt. Das kann hier bleiben. So, du kommst auf den Scheiterhaufen. Und auf dem Weg trinke ich mal eben was. Da meine Stimme heute irgendwie ein bisschen kibbelig ist, verstehe ich gar nicht.
kann es direkt brennen. Den Rest zimmern wir auch noch hoch. So, morgen ist Montag. Wir brauchen aber nicht zum Astrologen. Das heißt, da haben wir auch Ruhe erstmal. Was machen wir eigentlich mit dem ganzen Salz? Da haben wir auch ein bisschen viel von. So. Nee, Quatsch, das waren die guten. Die kommen hier rüber. So. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch ein nächstes Organ. Wie zum Beispiel Fleisch. Und dann gehen wir eine Runde schlafen. Und wenn wir morgen wieder fit sind. Wir haben eigentlich noch genug Energie. Wir machen noch ein Organ. Wenn wir dann morgen wieder fit sind, machen wir uns auf den Weg zur Taverne. Und ich esse schon wieder. Ja, so haben wir natürlich bis in alle Ewigkeiten Energie und können hier noch alles fertig machen. Das war gar keine Absicht. Aber solange wir noch Energie haben, macht es ja keinen Sinn, schlafen zu gehen. Aber das Fett braucht ja eh auch noch ein. Weil wir die anfänglichen minus 1 ausgleichen müssen. Dann haben wir aber auch wirklich keine Scherben mehr. Wenn wir das Blut jetzt noch durchexerziert haben. So. Zweimal noch. Wir müssen mal gucken, was der so an Roten hat und auch an Roten braucht. Vielleicht müssen wir dann da auch noch ein bisschen rummodifizieren. Das ist so ein bisschen Drahtseilakt, um die wirklich auf 26 zu bringen. Aber das kriegen wir hin. Jo, wie sieht's bei dir aus? Du hast Gold drin, du kriegst erst noch Silber. Und Kleber und dann bist du sowieso fertig. Jo, da sicherheitshalber holen wir uns eben was rein. Für eine ruhige Hand. Wir haben keine Roten. Warum haben wir keine Roten? Funktioniert aber trotzdem so. Das ist, glaube ich, okay. Der ist jetzt auf 18 und kriegt jetzt ein dunkles Elixier. Wenn der dann keine zwei Roten hat, haben wir ein Problem. Aber das macht nichts. Oh, das hat aber verdammt viel Energie gerade aufgefüllt. Das 55 bringt das. Okay, gut zu wissen. Ja, gut. Dann brauchen wir noch nicht schlafen gehen. Stein haben wir mit. Ach komm, ich nehme alle mit, sicherheitshalber. Da sind Planken, hier sind Planken. Reicht. Ab zum Schädel. Und die Taverne verbessern. Ich bin gespannt. Ah. Das ist gar nicht schlecht. Können wir jetzt was Neues bauen? Wir können Fässer bauen. Und vielleicht können wir auch noch neue Tische brauchen. Wir brauchen Nägel und wir brauchen Balken. Der ist aber noch nicht durchgeladen. Da unten ist permanent alles voll, natürlich. Hier war noch Bier drin. Der ist noch nicht fertig. Wir können ja, solange der lädt, da wir sowieso zu viel Feuerholz haben, hier einfach noch ein bisschen was reinschmeißen. Ich würde vielleicht nochmal Burger machen.
Dafür brauchen wir aber natürlich Fleisch hier unten, was wir gerade nicht haben. Ab nach Hause. Nägel, Balken, Planken. Planken haben wir aber keine mehr. Nehmen wir die mit. Nehmen wir die mit. Und du kannst eigentlich schon mal neue machen. So. Fleisch nehmen wir mit. Dann können wir das da oben verhackstücken. Aber nicht alles. Ich würde ein bisschen was hier lassen. Komm, wir nehmen 15 mit. Und er ist noch nicht durchgeladen. Lassen wir unsere Goldnuggets mal gerade hier. Und jetzt ist er durchgeladen. Zum Schädel. Können wir noch einen Tisch bauen? Können wir sogar. Was ist mit dem Fass? Ach da. Okay. Und Tisch. Zwei können wir bauen. Zwei haben wir dabei. So. Ah ja, klar. Die bringen ja 5 dazu und minus 2, solange die da unten rumstehen. Das ist richtig. Klar. So, und dann sind wir aber auch auf 40 Punkten mit der Taverne und können uns das andere Ding von Adam abholen gehen. Sehr schön. Aber bevor die nächste Leiche kommt, gehen wir jetzt erstmal schlafen, würde ich sagen. Gute Nacht, bis morgen.